Ja, was können wir denn jetzt noch Ja, was mitnehmen? haben wir jetzt nochmal? Nee, mehr Fingerprints Verteiler. oder was, Mega, ne? Die mega müssen wir auch noch mitnehmen. Fingerprints. Und wir haben noch gar kein Kreuz drinnen liegen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Kreuz reinzulegen? Wir müssen da mal ein Kreuz Nö, sonst reinlegen. hätte ich eins Ja, reingelegt. müssen wir Aber mal, musst du auch noch wirklich. eins mitnehmen, weil ich kann nur eins mitnehmen. Dass wir da mal ein Ja, Kreuz drin haben, wirklich. ne? Weil ohne Kreuz jetzt Kreuz da drinnen, zweimal. der ist ja doppelt gefährlich hier. Mach mal noch Hey! Nachtvision an, da siehst du doch besser. Oder was? Bist du zu alt und labert in einer Tour, ey. Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge im Phasmophobia. Wir sind im Willow Street Mit House Fettrick und Phasmin. und Das wird ein Fettrick. neuer. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix dran, Sie heimzusuchen. Machen Sie ein Foto vom Geist. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Oh, hä? Haben Der wir. heißt Christopher Winter. Der Geist scheint sowohl als Gruppen als auch alleine. Als Gruppen, okay. Als auch alleine. Ach, lass mich in Ruhe heute, ey. Heute ist not my day. It's not my day. Wo sind wir denn? Ah, hier, Tanglewood, ja, genau. Geh weg. Schön. Wo ist der Strom? Guck mal, Garage. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht drauf geachtet, wa? Ich guck mal im Keller, wa? Ja, das mach mal. Hier, die Badtür ist ein Stück auf. Tarotkarten, ich wiederhole, Tarotkarten. Zieh mal eine. Ich wiederhole Tarotkarten, du kannst mir am Arsch Zieh ziehen, zieh mal. selber eine. Zieh mal. Weißt du was? Zieh selber, und zwar zieh ab, oh, hier ging die Tür. Grad ist ein bisschen warm, ne? Aber hier Oh, könnten Biber, glaub Knochen ich. sein. Aber ich habe hier keine Kamera. Aber wir können ihn ja trotzdem suchen. Ja, die geht ja nach außen auch. Richtig doof geplant hier. Architektonisch. Eine Katastrophe. Nö, kein Knochen. Nur Farbe und Werkzeug. Das ist ja Kacke. Hallo? Kann mich hier jemand hören? Ist hier jemand in meinem Haus? Gib mir ein Zeichen. Ich bin hier. Dich meine ich gar nicht, du Otto. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Hast du Verstopfung oder was? Wieso was denn? Naja, tu nicht so. Das habe ich echt schlecht geübt, wa? Zieht, mach doch mal die Tür zu. Ja, die Tür ist so geknallt wegen Wind. Hallo? Oh, hier ist Bones. Ja, Ja. schön. Ja, Dein oder? Fuß. Dein Bieg dir Fuß. an. Hallo, wo bist du denn jetzt? Quasi dir. Er heißt Christopher. Er, Christopher. Christopher! Schicke Blumen hier. Die sind Wo schön. bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib ihr ein Zeichen. Chris. Ich habe was gehört. Wo denn? Irgendwo links. Aber ich weiß jetzt nicht, ob unten oder oben. Christopher, gib mir ein Zeichen. Hier, in dem Zimmer, wo du gerade rausgekommen bist. So, dann place ich schon mal meine Kamera. Hä, wieso, wo ist Mehr er habe ich denn? nicht. Da. Ah. Da. Wie hier. Ja. Da in dem Raum. Kannst du ihn nicht sehen? Spürst du nicht die Kälte? So, was nehmen wir? Das nehmen wir. Das nehmen wir. Voll. Spürst du die Kälte in diesem Raum? Das ist das pure Böse. Das Böse! Du hast so eine Waffel. Du hast so eine am Krebs oder Sag, wer was? du? Schick. Wir brauchen mehr Stuff. Wir brauchen mehr Stuff. Und eine Mütze.
Und eine dicke Jacke. Es ist so kalt hier. Es ist Winter, es ist kalt. Es schneit ja. Warte auf mir! MF3. Was hast du denn da für Geräusche MF3. Von dir gegeben? Christopher, schreib ins Buch! Oh, jetzt ist es so weit weg, wa? Ja, ist nicht perfekt. Oh, ich stehe auf dem Bett. Hallo! Kuckuck. Komm da runter, du hast deine Schuhe noch an. Aber was hast du denn für Manieren, ey? Unter aller Sau. Wo ist denn jetzt die IMF? Wir haben Gefriertemperaturen. Hä, bist du doof? Hab ich doch schon gesagt. Es ist kalt hier. Christopher, töte sie! Du bist behindert, Alter. Töte sie, Christopher. Ja, ich hoffe, er killt. Töte sie! Du bist ein dreckiger Penner, weißt du das? Töte sie, Christopher! Töte sie! Hey, komm raus. Spannend. Was ist mit der Tür? Ist das bei dir auch? Was? Wabbelt, was die, wabbelt die Haustür bei dir und knarscht in einer Tour? Nee. Warst du das? Ja. Okay. Ja. Ah, bist du doof. Ja, was können wir denn jetzt noch mitnehmen? Fingerprints oder was? Finger, ne? Die müssen wir auch noch mitnehmen. Und wir haben noch gar kein Kreuz drin liegen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Kreuz reinzulegen? Wir müssen da mal ein Kreuz reinlegen. Ja, müssen wir mal. Musst du auch noch eins mitnehmen, weil ich kann nur eins mitnehmen. Dass wir da mal ein Kreuz drin haben, ne? Weil ohne Kreuz da drin, der ist ja doppelt gefährlich hier. Mach mal noch Nachtvision an, da siehst du doch besser. Oder was? Bist du zu weit gelabert in einer Tour, ey. Und, kannst du was sehen? Irgendwelche DOS-Projektor oder hier von einem Orbster, dass da irgendeine Geisterkugel rumschwirbt? Hast du da irgendwas gesehen? Nee, ist so dunkel irgendwie. Ja, ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Wo? Über der Tür da, aber... Über der... Tür. Das ist so dunkel. Ja, ja, da, wo es so hell ist, hier dieser... Hä? Es ist so dunkel und er macht noch dunkler. Trottel, ey. Hä? Bist du irgendwie auf den Kopf gefallen? Nee, das ist eine Schneeflocke. Warte, nein, die andere Kamera... Ja, aber ich wollte gucken, ob man da besser sieht. Nur mal schauen. Und, siehst du besser? Ich auch nicht. Ich meine ja auch hier an der Tür und nicht am Fenster. Ja, du guckst von der anderen Seite, du guckst von da hinten. Das macht keinen Unterschied, der Bildschirm ist ja immer gleich. Hä? Ich meine wegen dem Schnee. Hier. Da. Oh. Da guckt man ja zur ganz anderen Seite. Wir gucken jetzt gerade von der anderen Seite. Da kannst ja, du doch viel besser gucken, mach doch die an. Alter, ich komm da runter und hau dir ein paar. Hör auf zu lachen! Ja. Man sieht nichts. Ja, los, komm, wir ein paar Sachen packen hier. Du müsstest mal ein Kruzifix mit einpacken. Ja, nimm mal ein Kruzifix hier mit da. Ich habe ja auch nur eins. Eins passt nur bei mir rein. Hast du noch einen Slot frei? Hast du noch einen zweiten Slot frei? Dann könntest du die Kerze schon mal mitnehmen. Ja, gut, dann müssen wir erstmal ein Kruzifix legen. Komm mit, wir legen das Kruzifix. Wir müssen ja immer wegpacken, dass wir wieder Platz haben. Wir brauchen wieder Platz in der Tasche, damit wir mehr Sachen reinholen können. Vielleicht kommt ja auch Christopher. Wo ist er hin? Ah, da. Hey, warte auf mich. Hat der mal eine Tür angegrabbelt oder so? Ja, toll! Doppelt hält besser. Alter, willst du so, mich hier? Viel besser. Der will mich doch rollen, ey. Hat er hier Licht drin an? Der hat das ausgemacht? Gute Frage, ne?
Christopher? Kannst du mit mir reden? Na, vielleicht mal das Buch hier umpacken. Schreib ins Buch. Ich weiß gar nicht, warum die Schreib ins Buch den Geist meistens so triggert. Oh, guck mal, der hat hier was umgeworfen. Eine Tasse. Mit einer Schere. Der war gefährlich hier. Da packen wir mal aufs Weiche. Skill. Wenn ich das jetzt treffe. Boah! Hast du gerade was weggeschmissen vielleicht? Nein. Pass auf. Vielleicht die Schere, die ich geworfen habe. Ja, Christopher, wie verbleiben wir denn jetzt hier? Wir haben hier ein Buch, eine Box, ein Thermostat. Erzähl doch mal was. Die Kamera war ja kacke, ne? Dann können wir die ja hier vielleicht mal so platzieren. Das ist besser. Das gefällt mir. Und Christopher, was sagst du? Das ist eine Kulisse, ne? So, dann komm mal zu mir. Talk to me. Christopher, sitzt du in dem Sitzsack? Kannst du mit mir reden? Kannst du mit mir sprechen? Er schreibt ins Buch, Alter! Er hat Schmerzen. Er sagt, es hört. Und er hat unterschrieben. Keine Ahnung. Das habe ich auch gesehen, eben dieses Kriegelkrackel da an der Seite. Oh, ich laufe gar nicht, wenn ich das Buch in der Hand habe. Das ist ja doof. So, Gefriertemperaturen und das Buch. Toll. Ich nicht den Knochen auch schon gesehen? Badezimmer, ne? So, ich gehe mal auf den Pott, war Knochen suchen. Was können wir hier noch machen? Können wir irgendwas mit reinnehmen? Nehmen wir die Kerze schon mit, ne? Feuerzeug kriege ich aber nicht. Perfekt. So. Und wieder rein. Wo hast du die Tarotkarten gefunden? Vorne? Hab sie. Ja, in der Stube, glaube ich, rechts. Also wir brauchen Orbs, haben wir aber nicht. Fingerabdrücke. Oder Shade. Oder EMF5. Was hast du denn jetzt? Er hat mich angehaucht und der EMF ist voll weit auf dem Bett. Also wir haben EMF4. Christopher, warst du das? Hast du mich angehaucht? Vielleicht 5 auch. Ich weiß nicht. Manchmal ist ja sogar die Box dann, die Quetterbox, ne? Bring mal Feuerzeug mit, bitte. Raucher hier. Eine Kerze habe ich schon hier. Christopher? Hast du den EMF-Reader bedient? Christopher, kriegen wir EMF5? Bist du hier? Oh mein Gott, das Licht flackert. Ich hab Gänsehaut. Wo ist die Kerze? Kann ich's anhauen, nicht ab. Wo ist die Kerze? Da, auf der Bank. Welcher Bank? Vor dir. Warte. Wie mache ich das auf F? Rechtsklick. Und jetzt F. Auf die Kerze. Schick. Christopher, kannst du mit deinen geistigen Fähigkeiten oder Geisterfähigkeiten diese Kerze auspusten? Christopher, ich bin bereit.
Christopher? Christopher Winter. Er hat die Kerze ausgepustet. Okay, und jetzt den IMF auf 5. Ich bin bereit. Ich sollte mir mal noch eine Panikkamera holen. Ich hole noch mal eine Kamera. Wieso hast du die Haustür zugemacht? Du bist ziemlich fähig für eine Frau. Okay, ich. Dass du keine Frauenfollower hast, so? Hey, ja. Vielleicht folgen mir ja heiße Männer. Nicht mal da sieht sie mich. Beschämend. Das Licht hat geflackert. Und warum habe ich die Tür gehört? Ich hatte aus Versehen die Haustür einmal zugemacht. Christopher? Bring mal noch einen Dotz mit. Haben wir noch? Ja, für Licht. Bitte. Christopher? Oh, Chrissy! Ich mach hier alles an. Oh nein, das Licht flackert. Ich habe Angst. Es hört's. Können wir dir helfen? Wo sollen wir hin? Einfach hier vorne, wo das andere Kreuz ist, nur dass wir ein bisschen Licht haben, wenn er kommt. Dann sehen wir den vielleicht besser. Wo muss ich das? Wie geht denn das nochmal? Er hat das Heft hier runtergeschmissen. Hallo, in eine Hocke gehen und dann F. Gut gemacht. Das war eigentlich ernst gemeint. So, Christopher. Oh, Chrissy. Christopher, zeig dich. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Hauptsache, der kommt doch aus diesem Kack auf. Christopher. Vielleicht die Einsamer wegpacken und dem mal irgendwie... Das ist doch hier gut, oder? Christopher, wo bist du? Christopher, gib mir ein Zeichen. Erscheine. Keine Ahnung, lässt sich bei mir nicht triggern. Aber da brauchen wir Beweise. Ja, aber er lässt sich von mir nicht triggern. Vielleicht kommst du mal raus aus deinem bequemen Bus. Nur so? Vielleicht reagiert er ja auf dich. Oh, nee, reagiert er bestimmt nicht. Christopher, soll Pasmin hier reinkommen? So, antworte mit ja. Absolut nix hier. Tote Hose, Langeweile mit dem Geist oder was? Christopher, du hässlicher Bengel. Komm raus und zeig dich. Pasmin haut dir ins Gesicht. Nix. Wir haben nur über dich geredet. Christopher, zeig dich. Komm raus. Wo bist du? In der Küche? Ja, mit dem Ding da. Das geht ja auf Distanz. Christopher, erscheine! Komm raus! Wo bist du? Zeig dich, du Unhold!
Mann, das hat so gut angefangen hier. Christopher? Christopher Winter. Christopher Winter, komm raus. Christopher Winter, zeig dich. Christopher Winter, erscheine. Christopher Winter, gib mir ein Zeichen. Christopher Winter, wo bist du? Christopher Winter. Ich glaube, der läuft die ganze Zeit hinterher. Was soll er machen? Aber dann soll er sich zeigen, der Feigling. Christopher Winter, wo bist du? Komm raus. Zeig dich. Bist du schon ins Licht gegangen? Bist du tot? Bist du tot, Christopher Winter? Bist du ein Geist und treibst hier dein Unwesen? Ich kann hier so viel philosophieren, der zeigt sich nicht. Habe ich den Knochen schon gehabt? Ja. Und die Tarotkarten auch. Christopher. Christopher, zeig dich. Christopher, komm raus. Christopher, wo bist du? Kannst du noch mal die Kerze anmachen vielleicht? Hast du noch ein Feuerzeug? Feuerzeug, nee. Achso, okay. Nee, dann ist egal. Vielleicht musst du mal das Licht ausmachen. Christopher. Wo bist du denn? Ja, hier im Zimmer. Hä? Ach, da. Ah, hab ich gar nicht gesehen eben. Ich habe keine Taschenlampe an. Christopher, ich klau dein Kuscheltier. Oh, hör auf, Alter. Warst du das? Christopher, ja. Ich habe dein Buch geklaut. Ich mach dein Zimmer leer. 5,7, 5,9. Ja, und keine Tasse. Oh, die Tasse ist auch weg. Christopher, jetzt komm endlich raus. Ich komme an die Schere nicht ran. Haha. Zack. Durch deinen Hals. Hier hat schon wieder irgendwas. Ich verstehe das immer nicht, was der hier quatscht. Ich habe keine Ahnung. Der zeigt sich ja auch nicht. Christopher, zeig dich. Wo bist du? Christopher? Temperatur geht runter, auf sie reagiert er. Zeig dich. Ist ja frech. Rede mit uns. Kannst du mit uns reden? Christopher. Mr. Winter? Ist doch so, oder? Ja, Christopher Winter. Mr. Winter. Christopher. Zeig dich. Mit uns sprechen. Erscheine. Wo sind sie? Mr. Winter? Hallo? Der ist aber doch ganz schön langwierig hier, ne? Zeig dich. Ich will nur wissen, ob der IMF auf 5 ausschlägt, wenn er da ist. Christopher Winter, erscheine. Jetzt. 7. Christopher Winter, erscheine. In die Ecke. Erscheine! Mr. Winter? Christopher? Christopher, bist du hier? Christopher Winter. Oh Gott, ich habe Angst! Ah! Er hat nur gehaucht. Ist nichts gewesen. Bist du rausgelaufen? Ja, sicher, ja. Du hast mich allein gelassen? Nein, macht er nicht. Christopher? Christopher, bist du das? Aber ich habe jetzt nicht gesehen, IMF. Der hat gepiept, aber. Christopher, warst du das mit dem Radio? Christopher, bist du hier? Nein, bitte nicht. Bitte. Christopher. Oh mein Gott. Was passiert hier? Christopher? Meines bei 16. Christopher.
Wo bist du? Du solltest Pillen nehmen. Dann kommt er ja nicht mehr. Christopher, wo bist du? Bist du hier? Kannst du dich zeigen? Aber das Kruzifix hat noch nicht gewirkt. Christopher, bitte. Bist du hier? Christopher? Die Quest ist noch nicht erledigt. Christopher? Bist du hier in dem Raum? Zeig dich. Ich habe Angst. Ich habe so eine Angst. Eine Schneeflocke. Christopher? Hallo, ist da wer? Oh, absolut nichts los. Der ist ja echt kacke. Ich lass mich jetzt töten. Ja. Du hast nur noch 6%. Ja, und der kommt nicht. Christopher? Christopher, bist du hier? Hier. Christopher. Christopher, bist du hier in dem Raum? Christopher, gib mir ein Zeichen. Mein Gott, Christopher. Zeig dich. Bitte, zeig dich. Wo bist du? Oh, aller Hodengnome, du. Christopher Winter. Christopher Winter. Richtung von meinem Zimmer? Christopher? Bist du hier? Christopher, zeig dich. Bitte. Ich mach IMF5. Ist mir egal, was der alte Hodenbold hier macht. Ja, genau. Ich mach ihm F5. Gerade 11 kommt da noch was. Ja, ne? Ich mach ihm F5. Ist mir zu doof. Christopher ist doof. Der hat doch nicht mehr alle Tassen in seiner Geisterhütte. Aber. Geisterhütte. Also ihm F5, ja? Jo. Mach du? Hab ich schon eingetragen? Du auch? Ja, mach. Shade. Ich wollte ja nur mal wissen. Ab dafür! Joa. Oh, wer hätte das gedacht? Der Christopher war ein Shade. Nee, Surprise! Oh. Was eine Überraschung! Ja. Tja, spannend angefangen, nervig weitergegangen, ruhig zu Ende. Das war Phasmophobia. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Leck mich. Ja, ich meine dich. Bis dahin, macht gut. Ciao. Ciao.